Vielzahl von Interessen habe oder feststelle oder mir die überhaupt mal erst bildlich sichtbar mache, muss ich mich dann letztendlich doch irgendwann entscheiden und sagen, okay, ich mache jetzt das und das lasse ich bleiben, weil ich eben auch nur 24 Stunden am Tag habe und zwischendurch mal schlafen will. Also da würde ich jetzt sagen, es kommt drauf an. Also wenn das Ziel ist, in irgendeinem Bereich wirklich gut zu werden und wirklich, also es ist jetzt natürlich ein großer Unterschied, ob wir jetzt davon sprechen, dass jemand sagt, ich möchte irgendwie hobbymäßig ein bisschen Schauspielunterricht nehmen oder ob jetzt zum Beispiel jemand kommt ins Coaching, weil er oder sie sagt, okay, ich möchte jetzt wirklich erfolgreich werden als Unternehmerin zum Beispiel, dann ist es schon sehr, sehr sinnvoll, sich für eine gewisse Zeit, und das ist auch oft das, wo es dann Klack macht bei dem Klienten, wenn ich sage, schau, du musst dich nicht für immer auf das konzentrieren, aber können wir vielleicht 6 Monate, können wir uns darauf einigen, dass du dir ein Thema raussuchst, wo du sagst, das schaffe ich, dass ich mich da 6 Monate drauf fokussiere, weil es halt, wenn man wirklich erfolgreich werden möchte in einem Bereich, es dauert eine gewisse Zeit. Und dann natürlich gibt es ja auch immer die Möglichkeit, so die Zeit ein bisschen aufzuteilen. Also bei mir zum Beispiel ist es so, ich versuche es in meinem Business, und das gelingt auch recht gut, so zu machen, dass ich ungefähr 50% der Zeit arbeite ich an verschiedensten Projekten, die jetzt gerade hereinkommen, die mich interessieren, die meine Neugierde wecken. Und 50% der Zeit ist eben für Aufbau von langfristigen strategischen Themen reserviert. Und dadurch schaffe ich es dann auch ein bisschen, so meine eigene Scannerei in Schach zu halten, weil ich sage, okay, zu mir selber, jetzt machen wir 2 Stunden das und nachher dürfen wir dann wieder eine Runde fröhlich herumscannen. Ja, schön. Ist das so ein grundsätzlicher Denkfehler, der viele Scanner dann behindert, wenn sie sagen, okay, wenn ich mich jetzt für was entscheide, muss das für ewig sein oder für eine lange Zeit? Ja, also ich glaube, dass das einer dieser Glaubenssätze ist, den es auch gilt aufzulösen. Also so dieses, ich muss für immer das Gleiche machen, das kommt, glaube ich, auch sehr stark aus der Angestellten-Denke. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, als ich noch klein war, da schon seitdem man ja ein kleines Kind ist, wird man gefragt, was willst du mal werden, wenn du erwachsen bist? Und dann musst du irgendeinen Job sagen. Dann musst du sagen, ich weiß nicht, Koch oder Astronaut oder Feuerwehrmann oder Sekretärin oder was auch immer. Und dann wirst du richtig mit diesem Job sozusagen verheiratet. Also das ist ja auch auf allen Networking-Veranstaltungen so, dass die erste Frage ist meistens, wie heißen Sie? Und die zweite ist, was machen Sie beruflich? Genau. Und dadurch hat man dann so den Eindruck, ich bin jetzt das. Also man beginnt sich damit zu identifizieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was als erstes aufzulösen ist. Also nicht zu sagen, ich bin jetzt Koch und das bedeutet, ich muss den Rest meines Lebens kochen oder so, wie man früher gesagt hat, das Sprichwort Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also genau. Wenn du einmal Schuster bist, musst du für immer Schuster bleiben. Sondern zu sagen, ich bin ich und ich bin so meine eigene Marke. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht sagen kann, wenn Kochen eine Leidenschaft von mir ist, dass ich jetzt zum Beispiel mich die nächsten 6 Monate mal intensiv mit dem Thema Kochen beschäftige und mir überlege, wie kann ich damit Geld verdienen, sei es, indem ich jetzt ein Kochbuch schreibe oder Kochkurse anbiete, oder gibt's ja verschiedenste Möglichkeiten. Hm. Aber ohne jetzt zu sagen, das muss für immer so sein. Hm. Allerdings ist es schon so, wenn man sich erst selbstständig macht, dann ist es schon sehr viel sinnvoller, mit einer ganz klar definierten Nische einzusteigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte gern Coach sein, also das war eben auch der Grund, warum ich so lange an meiner Positionierung gearbeitet habe und eben gesagt habe, ich biete Karrierecoaching für Scanner oder Multipotentials an und eben nicht so einen riesigen Bauchladen-Coaching, ja. Weil es dann natürlich für mich wahnsinnig schwer ist, mich mit dem halt auch zu positionieren. Und das, was ich eben sehe bei Menschen, die diese Strategie auch erfolgreich verfolgen, wenn man so scharf beginnt, spricht der nichts dagegen, sich dann später auszudehnen. Das ist aber viel einfacher, als wenn ich von Anfang an so breit bin und versuche, mich dort überall zu positionieren. Und dann wieder zu spezialisieren, ja. Mhm. Dieses Problem dieser Verzettelung oder viele Projekte anzufangen und dann nicht fertig zu machen und wieder die nächsten, die haben wir ja schon angesprochen, auflösen wissen wir noch, wie kann man das grundsätzlich dann in den Griff kriegen oder wie hast du es dann in den Griff gekriegt? Hast du dich dann auch nur auf Zeit verpflichtet oder geht das dann schon ein bisschen länger? Also mir hat ganz viel geholfen, eben dieses zu verstehen, okay, es geht nicht darum, eine Entscheidung fürs Leben zu treffen, sondern es geht eben einfach darum, jetzt mal was für die nächsten 6 Monate zu planen. Und mir hat sehr viel geholfen, wirklich eine Strategie dahinter zu haben. Also mir auch genau zu überlegen, was sind meine Talente. Also ich bin zum Beispiel, weil ich vorher diesen Traum gesagt habe von wegen Schauspielerin, also das ist etwas, das habe ich immer schon gehabt. Also seitdem ich ein kleines Kind war, wollte ich gerne Schauspielerin werden. Und dann habe ich mir zum Beispiel überlegt, wie kann ich das irgendwo in mein Business integrieren? Und dann ist mir die Idee
Idee gekommen, warum nicht Coaching-Videos zu machen. Hm. Und das war zum Beispiel etwas, da habe ich sofort gemerkt, das hat meinem Scannergeist wahnsinnig gut getan und wahnsinnig gut gefallen, weil diese Seite irgendwo jetzt integriert wurde. Das heißt eben, je nachdem, was jetzt jemand dafür, das ist so der Punkt, also ich glaube, es ist einfach, sich bewusst zu werden, was sind die versteckten Träume, also da sind wir dann auch wieder bei eurem Thema, was sind die versteckten Träume, was sind die versteckten Sehnsüchte und die auch rauszulassen, weil wir, glaube ich, so stark darauf trainiert sind, wenn ich jetzt irgendjemandem sagen würde, ich wäre gern Schauspielerin, ja, da weiß ich doch, was dann als Antwort kommt, dann quasi, bist du verrückt, auf keinen Fall, vergiss das wieder, sondern zu sagen, ja, das darf raus, das darf gesehen werden und ich meine, da natürlich das Ganze sinnvoll integrieren, also ich sage jetzt nicht, dass jetzt jeder, der diesen Traum hat, sagt, ich kündige jetzt meinen Job und ziehe nach Hollywood oder sowas. Aber wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Yes. Aber es gibt ja viele andere Wege, wie man das Ganze auch praktikabler machen kann.